So. Kann ich mir eigentlich noch irgendwas? Hier fehlt ja noch was. Ich laufe erstmal die Häuser ab, bevor ich ins Schloss gehe. Da hoffen, dass mich jetzt nicht noch großartig was anfällt, ne? Nächstes Haus links. Irgendwas wahrscheinlich übersehen zu haben. Naja. Rostige Reste. Es ist immer noch gut. Was? Wie? Wo könnte ich übersehen? Ah, ich hab's immer noch nicht aufgehoben gehabt. Jetzt aber. Da komme ich gar nicht rein. Oder war ich da einfach nur noch nicht drin? Ich bin das hier ja teilweise noch gar nicht abgelaufen. Ne? Alter. Ich war ja hier. Die Steuerung, ne? Okay, raus, geradeaus. Ich würde gerne einen Waypoint einfach auf die Karte setzen. Weil ich hier schon wieder falsch gebogen bin. So schnell kann es gehen. Aber hier komme ich eh nicht durch. Ich muss da lang. Der Schub brennt. Hier war ich auch noch nicht drin, weil ich glaube, hier komme ich auch nicht rein, ne? Komme ich auch nicht rüber. Da komme ich nicht durch. Aber da komme ich durch. Und wenn ich da nicht durchkomme, ist es ja Unsinn. Dann gehe ich erstmal hier hin. Das Haus da zum Beispiel fehlt ja noch. Ne, da komme ich auch nicht durch. Ich muss da lang. Okay, ich muss aber bis zur Kirche wieder hoch. Dann. Links rum. Kirche war da lang. Irgendwo. Ist doof, ich verlaufe mich da die ganze Zeit. Wehe, das Tor ist jetzt zu. Wollte gerade schon sagen, darf ja gar nicht. So, da komme ich nicht durch. Da runter. Was du? Kristallfragment. Kann man mal Krach machen. Krieg ich nicht auf. Krieg ich auch nicht auf. In das Haus komme ich gar nicht rein, ja? Derzeit. Doch, da. Nee, okay, in das Haus komme ich derzeit nicht rein. Das Tor ist zu. Dietrich, Tor. Ich kann ja nur hinter mir lang. Direkt hinter mir. Dem Weg folgen. Oder auch nicht. Das heißt, ich komme da auch gerade gar nicht mehr hin. Ich komme hier nicht durch, ich komme da überall nicht durch. Das heißt, mir bleibt gerade nichts anderes übrig. Und da komme ich überall nicht mehr hin. Hier, da komme ich. Da komme ich derzeit nicht mehr durch. Da war ich durch, ne? Gut, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als zum Schloss zu gehen.
So viel dazu. Gucken wir mal. Sie an. Huch. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Ich hätte mich vielleicht in dem Raum noch umgucken sollen. Und vielleicht mache ich die ganze Spiellautstärke noch ein bisschen runter. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu. Ich verspreche euch, dass man ihn nicht so Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst die Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Warum? Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du hörst, Ethan Winters. Los geht's. Nein! Hämata. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben. Ja, das andere gibt ja gerade keinen Sinn. Da lang. Weiter so, Ethan! Halbe Herr-der-Ringe-Sequenz hier. Oh, der schon wieder. Du lebst noch? Beeindruckend. Oh, shit. Ups.
dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ja. Keine Ahnung. Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Ja, ich weiß. Ja, komm. Shit! Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Kann ich hier nur durchsprinten, oder? Oh! Nee, hier kann ich nicht durchsprinten. Ich lass dich gehen. Keine Ahnung, was ich hier machen kann. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen kann. Der Raum ist für mich nicht offensichtlich. Ja, ist gut jetzt. Irgendwas muss ich doch mal sehen haben. Ah, verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Ja, wie gesagt, irgendwas muss ich mal sehen haben. Das werde ich ja jetzt hoffentlich sehen, viel schneller. Und das andere war ja bisher offensichtlich. Shit. Weil oben an der Kante habe ich ein bisschen Zeit. Hier kommt nichts runter. Was übersehe ich? Bisher nichts Auffälliges. Falsche Ecke heißt, ich soll mich links halten, ja? Oh, ah! Du dachtest doch nicht, ich lass dich hier reinstellen, ja? Oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ich bin ja auch nicht in die Ecke reingegangen, sondern ich bin ja. Hab ich versucht, in diesen Karton zu verstecken. Das war ja nicht falsche Ecke, sondern ich war ja gar nicht in einer Ecke. Ich war ja nur am Rand. Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Kommen sie aus der Biene wahrscheinlich. Bin ich wieder am Anfang. Ah, okay. Jawohl. Okay. Hier wurde ich dann weggesammelt. Weinberg. Da so ran, natürlich nicht.
Könnte sein, dass das mal Menschen gewesen sind. Oh, die sehen alle gleich aus. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, schon was man so Fall braucht. Stets zu Diensten. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Mhm. Was ist das? Ich habe 1500. Ich kann ja gar nichts leisten hier. Aha. Das heißt, ich kann die ja verkaufen, weil man die nicht mehr braucht, ja? Halt, stopp. Die würde ich halt verkaufen, ne? Was kombinierbar ist. Das sehe ich wo? Hier unten dann, ne? Hier ist aber nur wertvoll. Steht nicht kombinierbar irgendwo dran, ne? Weil kombinierbar weiß ich, kann sie mit was anderem zusammensetzen. Hatte ich, glaube ich, verstanden. Kann dann wertvoller werden. Über dem Gesamt. Ja, da hier steht ja in beiden Fällen nur wertvoll. Das heißt, die kann ich wegkloppen. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Was ist das? Herstellung. Hm. Diesmal muss ich mir die Rezepte erstmal kaufen, ne? Frage, wie viel Zeug finde ich unterwegs, dass sich die Herstellung schon lohnt? Da fange ich lieber erstmal mit einer Feuerkraft an, die halt sehr teuer ist, aber ich habe ja vorhin gemerkt, die Pistole macht einfach gar nichts. Scharfschützmunition, Pistolenmunition. Ich kann mir wahrscheinlich Pistolenmunition schon längst erstellen, ja? Die wäre ja erstmal das Interessanteste, sag ich mal auf die Schnelle. Weil die Flintenmunition wäre schon auch stark. Komm, Flintenmunition, ja. Und einmal Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Weil werde ich die Pistole lange benutzen oder gibt es irgendwann bessere? Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Gibt es später bessere, ne? Lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Das ist gerade so mein Gedanke. Da zum Beispiel. Feuerkraft 110. Feuerrate 0,4. Nachladegeschwindigkeit 2,6. 9. Feuerkraft ein bisschen mehr, Nachladegeschwindigkeit schon ein bisschen weniger. Also, sie ist als Investition, die ist halt günstiger als die Aufrüstung.
und bringt so schon ein bisschen mehr mit. Wenn ich jetzt die Aufrüstung nehmen würde, wo würde ich da rauskommen? Auch bei 110. Also, warum sollte ich für 6000 Aufrüstung Feuerkraft kaufen, wenn ich für 200 eine Waffe kaufen kann, die das schon kann? Das sind halt nur 200. Dann kann ja... Kann ich ihm theoretisch hier die... Warte. Warum kriege ich die hier für 8000 verkauft? Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ah, ich sehe es jetzt erst. Bonus aus dem Trauerpaket. Ahaha. Das ist DLC-Stuff. Verstehe, deswegen kriege ich die so günstig. Aber dann nehmen wir die doch mit. Komm, der kostet sowieso nichts. Ja, komm. Ah. Und dann kann ich nicht ganz frech direkt ihm hier die hier verkaufen, weil wozu? Ich habe ja jetzt schon eine bessere. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Ich kann die nicht aufrüsten. Oh, ja gut. Aber ich, ja, komm. Die ist halt schon vergleichsweise aufgerüstet. Ne? Hat nur ein bisschen weniger Munition. Egal, sie wird es erstmal bringen. Ich werde mich mit dem Aufrüsten auf die andere Waffe später fokussieren. Ich habe jetzt immer noch 11.000 übrig. Warte, das Magazin wäre halt schon nicht schlecht gewesen. War vielleicht ein bisschen vorsichtig, die schon zu verkaufen. Stell erstmal das mit die andere nur zu kaufen. Aber ich könnte jetzt... Dafür hier die Feuerrate erhöhen. Ich lasse es erstmal. Ich guck, was auf mich zukommt. Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Wie kann ich die... Kann ich die auf einen Dingens? Ah, okay. Ausrüsten. Nee, schnell Zugriff. Die zwei. Du möchtest etwas kaufen? Ja, ich will einfach ein bisschen Munition noch mitnehmen. Aber fürs Wohlfühl. Der 15. Ach so. 150 ist ein Schuss, ja? Hm. Ich fühle mich sonst aber nicht wohl. Ja, das sieht doch besser aus. Wiedersehen. Was? Wagenauffahrt. Ah ja. Klopf, klopf. Schloss Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Fünfter Januar. Redneck. Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Der... Drei Töchter, Bela, Cassandra und Daniela. Nicht alles Schlimmes. Oh. Wäre zu einfach, das...
Achso, das ist eine Verzierung. Von Weitem, als wenn da mal irgendwas dranhängen könnte oder so. Geld. Ding da? Okay. Kein Ding da. Immer mit. Jawohl. Klopf, klopf. Ich geh's mal hier oben ran. Oder auch nicht. Halle der Vier. Suchen. Norsteins Labyrinthe. Norstein? Ach, Norstein. Okay. Das, by the way, ist auch aus dem PC. Das habe ich bewusst aktiviert, weil ich es gut finde. Mag das Lied irgendwie. Also, Norsteins Labyrinthe. Norstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Lass mich raten, hier. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe, das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Ah ja, Glückwunsch. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Okay. Ich würde sagen, dann gehe ich mal gleich kurz auf Toilette. Ich muss hierfür die Kugel finden. Gruselig, gruselig. Gehen wir mal da lang, ne? Finde die 4 Engel. Ich kann ihn jetzt nicht lesen. Suchst du nach Rose? Okay, das war wohl ein Fehler. Hübsch. Kommt, Leute. Ständig tut mir irgendwer weh. Ich ist Blut. Wollen wir die anderen Räume doch angucken.
Mutter. Ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Schon wieder die Hand. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Hey. Lass mich runter! Ja. Die hängt man doch gerne ab. Durchaus. Schlaf gemacht, okay. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Frage, werden die Ziegen bei dem Blau-Rot auch angezeigt, sodass ich die Ziegen theoretisch hier drin bemerken würde, weil die ja aus der Reihe tanzen, glaube ich. Maidens of the Harvest. Von der anderen Seite verschlossen. Komischer Kamin. Schornstein auch kaputt. Wo ist die Katze?
Oh. Okay, da kann ich nur mit dem Riegeln. Ist das der gleiche Raum? Nee, ne? Was hier übersehe ich gerade nur etwas. Da gilt das doch als ein Raum. Nein, das ist ein separater Raum. Der Gang ist fertig, da weiß ich. Das heißt, hier in dem Gang übersehe ich jetzt. Sowas zum Beispiel. Besser. Oh. Wo haben Sie Rose hingebracht? Hier bin ich wieder. Kann ich jetzt da lang? Finde die Verengel Antlitz und du wirst errettet. Ach so. Ah, okay. Muss da jeweils was reinsetzen. Verstehe. So, ich kam von da, hab da gespeichert. Das heißt, ich kann hier nochmal wieder schnell rein. Oh, guckst du plötzlich her. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Gute Frage. Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Denke nicht so dringend. Ich wollte den ersten erstmal speichern. His arms that stretch my way.